diese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet, der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Haut-Haare bin ich angekommen bei den Wunden. Es werden bewertete Medikamente und Wirkstoffe den Wirkstoffen oder Wirkstoffgruppen nach in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Und nach einem geeigneten Medikament zur Desinfektion komme ich jetzt bei Antibiotika äußerlich angewendet an. Und da ist 1 mit Einschränkung geeignet und 4 sind rot bewertet, wenig geeignet. Danach kommt ein erläuternder Text. Ich lese vor. Antibiotika in Klammern äußerlich. Tyrotrizin, die Bewertung gelb. Mit Einschränkung geeignet bei bakteriell infizierten Wunden. Der Stellenwert der lokalen Anwendung von Tyrotrizin in der Wundheilung ist noch nicht abschließend bewertet. Der Stellenwert der lokalen Anwendung von Tyrotrizin in der Wundheilung ist noch nicht abschließend zu bewerten. So. Der Puder, ich habe immer das Puder gesagt, aber egal. Der Puder kann mit dem Wundsekret verklumpen. Bei nässenden Wunden ist das Gel vorzuziehen. So, jetzt kommt Framycetin rot, wenig geeignet bei bakterieller infizierten Wunden. Framycetin führt leicht zu Allergien und Resistenzen. Auch bei der Anwendung von anderen Antibiotikern, wie zum Beispiel Gentamicin. Das nächste Antibiotika ist Gentamicin, die Bewertung rot. Wenig geeignet bei bakteriell infizierten Wunden. Gentamicin wird auch innerlich angewendet. Es entstehen leicht Allergien und Resistenzen. Das nächste Antibiotikum ist Nitrofural. Die Bewertung rot, wenig geeignet bei bakteriell infizierten Wunden. Das Mittel wirkt nur unzureichend und löst häufig Allergien aus. Und das letzte Antibiotikum, das vorgestellt wird, ist Sulfadiazin Silber. Die Bewertung rot, wenig geeignet bei bakteriell infizierten Wunden. Die therapeutische Wirksamkeit ist nicht ausreichend nachgewiesen. Der Wirkstoff kann leicht Allergien und Resistenzen auslösen. Der Wirkstoff kann leicht Allergien und Resistenzen auslösen. Die Wirkstoffe Framycetin, Gentamicin und Sulfadiazin behindern auf offenen Wunden die Vermehrung von Bakterien oder töten sie ab. Es ist aber nicht erwiesen, dass die Wunde damit schneller verheilt. Antibakterielle Wirkstoffe, die auch innerlich angewendet werden, wie insbesondere Gentamicin, werden zur äußerlichen Behandlung von Wunden nicht empfohlen, weil sie bei den Erregern eine Resistenzentwicklung fördern können. Nitrofural gilt mittlerweile als in der Wundbehandlung überflüssiger Wirkstoff. Das ist manchmal komisches Deutsch. Ich würde ja, Nitrofural gilt mittlerweile als ein in der Wundbehandlung überflüssiger Wirkstoff schreiben. Da fehlt, das ist kein schönes Deutsch. Wichtig zu wissen, damit die Bakterien gegen die Wirkstoffe nicht resistent werden, dürfen sie nur kurze Zeit, maximal 10 Tage, angewendet werden. Framycetin und Gentamicin sollten Sie nicht an Ohr oder Augen anwenden. Sulfadiazin, wenn Sie dieses Mittel auf großen Wundflächen oder über einen längeren Zeitraum anwenden, wird es in nennenswerter Menge über die Haut ins Blut aufgenommen und kann die Wirkung anderer Medikamente verstärken, wodurch sich die Gefahr für schwere Nebenwirkungen erhöht. Das gilt insbesondere für die gerinnungshemmenden Mittel Fenoprocoumumin und Warfarin.
in Klammern bei erhöhter Thrombosegefahr, aber auch für Sulfonylharnstoffe, in Klammern bei Typ 2 Diabetes. Beide Stoffe können bei großflächiger Anwendung zu Hörstörungen bis hin zu Gehörlosigkeit führen. So. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei Säuglingen dürfen Sie Framycetin und Gentamicin nicht anwenden. Nitrofural nicht bei Kindern und Jugendlichen. Es liegen keine Erfahrungen vor. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Framycetin und Nitrofural dürfen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht anwenden. Gentamicin und Sulfadiazin nicht im ersten Drittel der Schwangerschaft und sicherheitshalber auch nicht während der restlichen Schwangerschaft und der Stillzeit. Wenn Sie schwanger geworden sind, während Sie diese Medikamente benutzt haben, sollten Sie mit einem Arzt Rücksprache halten. So. Es geht weiter mit Antiseptika und da gibt es zwei. Povidonio, das ist geeignet, grün zur Desinfektion von Haut und Wunden. Und dann gibt es Etacridin, das ist rot, wenig geeignet zur Desinfektion von Haut und Wunden. Das Mittel hemmt die Wundheilung, wirkt nur unzureichend und löst häufig Allergien aus. So, bis gleich. Mm-hmm.